So, damit willkommen zurück hier bei Gladius Relics of War mit unseren Tyranniden. Jo. Wir müssen. Ach du Grüne. Ach du. Hi, 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 hi. Okay, da oben ist ein bisschen viel. Da oben ist ein bisschen. Ah, ja, ja. Okay, die sind. Okay. Das ist das letzte Rest von irgendwo und irgendwas. Ja, 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 ja. Immer cool bleiben. Was haben sie mir gekillt? Ein Kamagantentrupp? Ja, das ist... Okay. So ein bisschen was dürfen sie ja auch machen. Ist ja ganz klar erlaubt. So. Ja, okay. 9 Runden haben wir noch. Da sollten wir hinkriegen, soweit, ne? Ah, ja, okay, da oben ist rein gar nichts. Also, ich habe da ja zwar immer wieder mal ein bisschen Gegner vermutet, aber wie sich festgestellt hat, ist da gar nichts. Sehr fein, so, ging weg. Schön, Moral eingebrochen, fein. Ja, 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 ja. Weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam, dass da irgendwas sein könnte. So. Na? Dürfte ich? Danke. Den weg, dann kümmern wir uns um den Battle Wagon. Hier wird's. Das wird hässlich jetzt, ne? Das ist das Blöde, dass da so ein paar Umbras sind. Wobei, wir haben jede Menge Fliegereinheiten dabei. Ja gut, ob ich jetzt die angreife oder ob ich gleich direkt da reingehe, ne? Das ist dann auch egal. So. Theoretisch müsste es so klappen, ne? Ah ja, perfekt. Okay, der ist schon mal weg. Mit dem kümmern wir uns jetzt gleich hier um die. Weil das ist ja töricht, wenn ich die jetzt nicht wegnehmen würde. Bitte ganz. So. Jetzt muss ich hier um die Kleinmist auch noch kümmern. Das gibt's ja gar nicht. So. Wir werden hier gleich die Quest beenden. Keine Sorge, wir werden hier noch schauen, dass wir alles also ich will auch die ganze KI, die dann da ist, vernichten. Irgendwo verstecken sie sich ja, ne? So. Jetzt gucke ich mal, kann ich nicht auch da rein das Ding machen? Halt, nein, 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 nicht. Oh, scheiße. Das war jetzt dumm. Das war jetzt sogar sehr, sehr dumm. Weil ich ja die Einheit in dieses Feld bringen muss. das war jetzt... Achso, das... Hä? So. Das ist eine kostenlose Aktion? Nö, ist keine kostenlose Aktion. Okay, jetzt war ich gerade blöd. Ah, herrlich. Gut. Aber rein theoretisch sollte ich ja wir gehen schon mal nach vorne ranholen kann ich ihn schon, also ich muss hier in dieses Feld genau betreten, und wenn ich jetzt hier gehe, kann ich das Feld ja nicht betreten, ich werde hier direkt rausgeschmissen.
Dann warten wir noch eine Runde. Der geht mal vor. Ja, hier bitte schön weitermachen. So. Und dann können wir ihn. Nein, das. Achso, okay, erledigt sich irgendwie. Du weiter die Felder fressen. Sehr schön. Überspringen, 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 überspringen. Weiter nach oben fliegen. Warten, warten, warten. Du nicht. Du darfst. Ja, bis dahin. Mal gucken, dass wir da die. Na, letzten Felder da noch. Flussfelder da noch bekommen. Ah, wobei der. Kommt da die Stadt hin? Nee, kommt nicht hin. So. Sind wir am Aufbauen? Gut. Next. Ja. Es war schon schlau gedacht. Natürlich, ich kann so diese Ressourcenfelder natürlich sichern. Der Feind müsste das Ding hier erstmal kaputt machen, ehe er dann da rein kann. Aber ja, okidoki. So. Jetzt könnte das da oben natürlich ein bisschen viel werden. Ich hoffe, dass die mir hier... Ja gut, wenn der Carnifex jetzt dann glauben muss, dann wäre das sehr tragisch. Lieber der Carnifex anstelle meines Druid. Was macht der jetzt? Ja, ja, wenn jetzt meinen Carnifex niederflexen. Aber ich gehe mit ihm dann da rein, dann kann ich das angreifen und die zertrampeln. Ja, das war's für ihn, genau das hat er gemacht. Das mache ich jetzt da oben auch. Nur damit es dem da hier mal klar ist. Der hat ja noch nicht den Buff wieder. Nee, leider, leider, leider. Ich komme da oben nicht rein, allen Ernstes. Dann machen wir es andersrum. Dann machen wir das erstmal. So. Und dann so. Er darf auch nicht. Also er wird jetzt bis hierhin gehen dürfen, ne? Ist klar. Nee, darf er nicht, weil die es tatsächlich überlebt haben. Der kann nicht, weil er da geblockt wird. Okay. Schlecht. So, bitte dahin. Danke. Ach, du grüne Neune. Ja, die können ja echt von Glück reden, dass die NPCs sich hier nicht untereinander irgendwie befetzen, ne? So, ja, das war blöd. Genau, weil die kriegen jetzt dafür keine Moralstrafe. Das wäre besser gewesen, ihn, weil er hätte eine Moralstrafe bekommen, ne? Das hier macht, dann kriegt er gleich. Wenn ich halt normalen NPCs, die nichts mit den Quest-Gegnern zu tun haben, passiert da nicht viel. Wobei der jetzt allgemein gar nichts kriegt. Das ist sehr tragisch und sehr traurig zugleich. Okay, jetzt nochmal das da auflösen. So. Du machst hier eine neue Brutkolonie hin. Danke. So. Geh mal dahin, dass er hier hingehen kann. Und damit ist die Quest beendet. Oh, fuck, Gando. Eier, Samarie, ach du. Ahnst das nicht, die haben die Space, die, Also, okay, Astra Militarum war mal. Wo auch immer sie waren, sie sind weg. Sie sind tot. War das vielleicht die Meldung, dass sie ausgelöscht worden sind? Ich habe es einfach nur nicht gecheckt.
Das würde zu mir passen, das wäre auch ganz okay. Okay, wir haben die Orks als Gegner. Ja, wenn man die Quest gewinnt, dann deckt das alles auf. Ist okay. Es geht also heiter pop heiter weiter. Seht ihr diese vielen gelben Punkte? Das sind alles Einheiten. War und Gas. Oh, come on. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn der Planet stirbt? Ja, ich kann das gerade nachvollziehen, vollkommen, total. Ich sehe meine Kolonie schon irgendwie. Wir alle machen letztendlich genau diese Erfahrung. Unter uns. Wir alle machten letztendlich genau diese Erfahrung. Unter unseren Füßen bebte die Erde. Welche uralte Macht auch immer die Tyranniden bekämpft hatten, war nun besiegt. Und ihre psionischen Energien wurden von den monströsitösen Schöpfungen der Tyranniden absorbiert. Und dann baute sich plötzlich im Inneren des Planeten eine Spannung auf. Diese uralte Maschine, was auch immer für ein Ding das ist, hält augenscheinlich nach wie vor den ganzen Planeten zusammen. Unter unserem Wort ist unentwegt und die Schwerkraft spielt verrückt. Wenn es so weitergeht, wird der Planet auseinanderbrechen. Dann werden zumindest die ressourcenhungrigen Tyranniden leer ausgehen. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht erhalten bleibt. Ich übergebe sie meinem Sevitor. Er wird dafür sorgen, dass sie in die Planetenkruste gelangt. Ich hoffe, sie wird den Untergang des Planeten unbeschadet überstehen. Möge der Omni unsere Seelen gnädig sein. Ja, Sieg. Als die Explorer-Schiffe Generationen später endlich Gladius Prime erreichten, um sich ein Bild von der Lage zu machen, war von dem Planeten nichts mehr zu sehen. Stattdessen fanden sie im selben Orbit um die Sonne Gladius einen metallischen Asteroidengürtel vor. Und die Tyranniden waren natürlich längst verschwunden. Viel lassen sie nicht über. Gott im Himmel. Ja, okay, da war dann die Meldung tot. Tot. Guckt das an. Eieieiei, caramba, ich komme immer noch nicht mal ansatzweise an die ran. Herrgott, die können cheaten ohne Ende, ne? Wirtschaft. Oh, wirtschaftlich war ich mal sehr gut. Gut, gegen die Orks kommt man in der Wirtschaft so oder so nicht an. Muss man einfach mal so dazu sagen. Chaos, ja gut, die werden jetzt hier gerade niedergerungen. Halten lang durch. Militärisch. Müssen wir uns mal gleich anschauen, wo die ihre Städte haben. Forschung? Dürften die Orks eigentlich an. Oh. Und top sein. Das wundert mich jetzt gerade sehr. Das wundert mich. Na gut, aber die setzen die Bosse halt nicht so geschickt ein, ne? Wir einen Haufen Warbosse haben, das sehe ich hier. Und die Details. Ja, gut, okay. Ganz klar, wir machen hier natürlich weiter. Ja, komm, deswegen mache ich jetzt keinen Cut. Ja, Hallöchen. Die haben sonst nicht so viel. Gut, die umrunden die jetzt. Wir könnten hier natürlich jetzt reingrätschen. Das ist ein Haufen Kleinzeug, was die da haben. Also da könnten wir uns schon relativ gut durchbeißen. Ohne irgendwelche Probleme. Haben hier oben. Nehmen einfach mal an, hier irgendwo in der Nähe werden die für das Astra Militarum mal gewiesen sein. Ja, gut, okay. So. Das sind sogar noch Kastellanen, Robert.
Das darfst du mir mal geben. So. Kümmern wir uns erstmal hier um diesen ganzen. So, das haben wir ja schon. Geh mal dahin und. Kuschelkuss. So. Ah, es langt nicht ganz. Schade, schade, schade. Aber wir haben ja hier nochmal eine Einheit. Sobald wir da halt mal ein Hexfeld ein. Ah, wobei ich glaube, jetzt müssten sie es eigentlich auch schon gecheckt haben, dass wir da sind, ne? Es könnte noch heiter werden. Heißt noch lange nichts. Ach, guck mal, das darf ich komplett vernichten. Ja, wir gehen da drauf natürlich, ist ja klar. Töte das da. Den Kastellan. Ja, nee. Ja, kann ich auch. So. Dann weiterer Flieger. So, okay. War ich mal drüber über die Linie, deswegen hatte man das angezeigt. Das ist die Frage, kommt er zu mir oder kümmert er sich jetzt erst noch um deinen Chaos Lord? Ich würde sagen, die lassen wir mal so Schwersfeld da. Ach, da haben sie ja alles verrückt gemacht, ne? Okay. Du wirst mir das Netzwerk neu aufbauen. Du wirst hier weiter fressen. Wir haben ein paar nette Felder. Die bleiben auch immer da. Ich glaube, das kann ich mir mal erlauben. So, Städte befehligen. Wir brauchen dringend Flieger. Ja. Also ja, da war ich dann wahrscheinlich schon mal ein bisschen knapp dabei, hä? Dann nimm dir doch das Feld, dann können wir da wieder Krimskrams bauen. Hier keine Ressourcen mehr momentan. Doof. Auch nicht schlimm, so, dann sichern wir uns hier das da. Und hier gibt es leider auch nicht mehr so viel für uns zu sichern. Dann nehmen wir doch das ressourcenreichste Feld. Passt. Okay. Jetzt mal gucken. Oh, jetzt wird es dauern. Bis die jetzt natürlich mal alle marschiert sind. Okay, davon mache ich es mal so ein bisschen abhängig. Ja, das ist natürlich. Ah, okay, dem Massenwanderung. Ja, ja, okay, 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 okay. Die gehen erstmal alle da runter. Ja. Die haben hier ein bisschen Spaß, ne? Sobald das alles weg ist, kommen sie zu uns. Wir müssen also. Oh, 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 oh. Ja, ein paar nette Einheiten da, das Chaos. Echt, jetzt du gehst mit dem Helden so weit da rein? Eieiei. Mutig. Da wird nicht überleben, ne? Das überlege ich mir auch, ob ich das wirklich so weitermache. Also. Spaß machen wird es natürlich schon, aber ihr seht ja selber. Das ist ein bisschen eine bittere Pille. Das kann halt dauern. Der Zug des Gegners wird halt lang. Man kann es halt auch nicht überspringen, das ist das Blöde dabei. Und jetzt zeigt er dann halt alles an, ne? Also wenn dann so eine Einheit in, schießt, davor macht die ja nur ihre Berechnungen, wenn das im Nebel des Krieges ist, jetzt zeigt sie halt alles. Und dann macht sie das auch Schritt für Schritt und nicht mal gleichzeitig. Ja, also so wie eben die ganzen Einheiten, die sich bewegt haben, ohne eine Aktion zu machen.
Man könnte ja was verpassen, ne? Ja, ja, man könnte. Okidoki, dann bitte hier. Weiterfressen. Jetzt kommt der da an, oder was? Wollen die mich verraschen, oder was? Dahin, dann können wir da raus. Ziel ist es immer gerade da oben die Stadt. Wen interessiert es? Halt Stadtnamen. Hatte ich aber bei den Orks auch schon so oft gehabt. Es ist so ein richtig schöner orkischer Stadtname. Und wo wohnst du? Wen interessiert's? Oh, cool. Da habe ich mal Urlaub gemacht. Oh, yes. So, bitte hier weiter. Na, komm. Einmal anditschen. Gibt es denn die letzte... Oh nein, da ist noch eine Ork-Quest-Einheit. Also nicht, dass ich mich jetzt noch groß um die kümmern müsste. Ganz im Gegenteil. Wow. Wieso hat das nicht ganz gelangt? Ich weiß es gerade nicht. Für die langt es auf alle Fälle nicht mehr. Flieger. Bitte mal zusammen, die Flugstaffel. Das kann man echt gut gebrauchen. So, der geht. Also rein theoretisch, wenn ich da oben anditschen, die würden jetzt alle zu mir so kommen, wäre das geil. Dann so über das Dings dahinter her. Das Verderben dürfen wir behalten. Das ist ja so dieser Zalanthrop, den wir bauen könnten, wenn ich den erforscht hätte. Was ich nicht habe, weil ich den jetzt nicht so prächtig finde. Die bleiben. Sagt hier, die schicken wir mal auf Pause. Die können wir ja immer noch nachziehen, wenn wir sie dringend brauchen, ne? Das ist ja ganz klar. Hier. Diktoren. Also, er hat ja jede Menge Kleinkram und jede Menge große Sachen, haben wir ja gesehen. Ja, gut, komm. Weil wir eh nichts anderes machen können. So, jetzt kommt dann die Mir-Einheitenbewegung da. Ja, das macht er ja gleichzeitig. Oh, da greift er schon die Hauptstadt an. Ah, da die Stadt an. Okay. Ja, das dürfte so das Chaos bald gewesen sein. Aber ich muss da oben anditschen, dass ich dem eine Richtung gebe. Bitte dahin. Hat nichts zu heißen, dass es funktioniert. Kommt drauf an, wie sie halt ankommen, ne? Die haben halt schon jede Menge. Wenn man jetzt mal schaut, das ist das, was ich habe, ne? Und das ist, also... Gut, okay, da unten ist noch ein Haufen Zeug überall. Wird eine interessante Geschichte. Wenn es halt hier mit den Zügen nicht so lange dauert. Aber wenn dann natürlich irgendwann gegen mich geht, dann wäre es... Sag mal, was wünsche ich mir hier eigentlich gerade? Ich total irre. Hallo, geht mal erstmal gegen das Chaos. Ich gehe jetzt da oben, dann kommt die Hälfte darüber und alles ist gut. Ne? Welche Einheiten habe ich jetzt schon wieder übersprungen? Wie sie besser aufpassen? So. Theoretisch kannst du warten. Ne, brauche ich dich? Also, da haben wir einen. Okay, drei Runden noch. Damit kann ich leben. Okay, so, die Fliegerstaffel.
Guck mal da. Chaos? Halt, Moment mal, das Ding gehört mir ja gar nicht. Ja, nee, ne? Also, jetzt war ich aber auch blöd, ne? Das ist meins. So, Kollege. Nur damit das mal klar ist. Die kommen jetzt doch mal mit nach oben. So, ihr kümmert euch hier rum. Hier oben noch ein Löffel stehen, ne? Hatten wir schon. Letzten Endes kannst du genau die Termaganten mal rausbammen. Die mir dann da die Felder noch holen, die ich brauche. So, die Lektoren. Muss dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass die hier zu viel Verstand verlieren. Jetzt sind das immer. Ah, gut, okay, nächste Runde. Das heißt, nächste Runde, den kriege ich jetzt platt. Definitiv. Ja, dann mach das doch hier nieder. Ich kümmere mich jetzt aber auch vollkommen um falsche Einheiten, ne? Ich muss nur noch hier den da töten, weil der jagt mich oder geht natürlich auf meine Städte. Die laufen hier im Kreis, ne? Die machen da nicht viel. So. Jetzt. Danke. Lassen das unten mal links liegen. Ja, du bleibst da, wo du bist. Du bist fertig geheilt. Ja, dann geht mal da drum in Stellung. So. Oh, der nächste Flieger. Der nächste Flieger. So. Dann. Könnten wir mal, Mende mal, warum darf ich hier nicht? Da holen wir uns so ein, genau. Das wäre wichtiger. Holen wir das nächste Hexfeld. Biomasse ist Biomasse, soll mir egal sein. Niederschmettern. Panzerungsdurchschlag vom Biomorph. Ja. Orks haben viel Panzerung, also nehmen wir das. Also im praktischen Sinne sind das hier auch die richtigen Gegner gegen uns. Landrider und Warp Talents. Also Chaos gibt noch nicht auf, ist sehr schön. Ach Gott, den da habe ich übersehen. Ja, super. Aber mit denen marschieren wir jetzt da irgendwie mal durch, dass sie da weg sind. Okay. Ja, das wird halt da nicht leicht für die Orks. Sieht vielleicht auch nur viel aus, was die da haben, ne? Boah. Okay, die Gorgonauten haben wir ja schon festgestellt, sind jetzt... Ja, aber die Skrifanten da, ne? In einer Runde. Dun, dun, dun. Können wir jetzt... können wir jetzt übrigens auch nur sehen, weil wir die Runde gewonnen haben. Ne? Ansonsten würden wir das ja nicht sehen, wie lange die hier brauchen für einzelne Sachen oder was die produzieren. Gib mal eine Stadt von dir her. Nee. Oh. Können wir auch hier so reingucken direkt. Wir sehen, die haben so ein bisschen ein Problem. Minimalistisch, also bei der KI kommt das auch mal vor. Relativ interessant. Relativ, ja. Aber wie man sieht, hier so 5 Daggerhaufen, ne? Guck mal, eine Runde da unten sind Gorgonauten raus. Das ist jetzt die vorletzte Schwierigkeitsstufe. Bei der letzten können sie gefühlt 2 Gorgonauten in derselben Runde rausholen. Ne? Ich glaube, die brauchen für alles nur noch eine. Oh, nö. Okay, das ist natürlich der große Unterschied. Bei der härtesten würden sie für alles nur noch eine einzige Runde brauchen.
und wären hier bei der Loyalität beim Hitcap. Weit über dem Hitcap. Da wo es dann eigentlich gar keinen Bonus mehr gibt. Nein, nicht irgendein eingereihte Ding da. Mensch, wo haben wir da wieder was? So, ihr wartet dann noch so ein bisschen. Ja, da wollen wir natürlich ein bisschen Rückendeckung noch mit dabei haben. Ah, nächste Runde. Nächste Runde dürfen wir dann hier oben. Ach, das war's. Okay. Macht das mehr Schaden? Macht das mehr Schaden? Ja. Das Wichtige ist jetzt erstmal, dass dieser blöde Battlewagen da wegkommt, ne? Dann kümmert du dich mal hier rum. Geh da hin. Das ist der Einzige, der mich jetzt noch ärgern kann. Gut, so weit darf er eh nicht gehen. Dann machen wir es halt so und so. Wie weit ist denn zurück? Ja, er darf in der nächsten Runde zurück in die Base und dann kann er darüber, ne? Nach oben kommen. Ich würde sagen, das macht wesentlich mehr Sinn. Okay, hier die Stadt darf. Dann kommen wir doch mal so. Was soll's? Ich brauche einen Melanthropen. Hier oben. Geh mal. So. Das hat mich jetzt aufgeregt. Immer wieder kling, 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 kling. Okay, mach mal so. Ich darf es nur nicht vergessen. Hier so. Da rein. Die Flieger. Es wird schon noch ein hartes Stück Arbeit, hier oben die Stadt niederzureißen. Ich würde die mal gerade so lassen. Wobei, vielleicht noch ein Stück weit näher ran. So ein ganz kleines Stück. Aber nicht mehr weiter. Nee, nee. So. Er darf. Duckischhofpause, Duckischhofpause, Duckischhof. Guten Appetit. So, statt befehligen. Du darfst hier 130. Was haben wir für so ein Lektor, was der kostet? 80. Ich glaube, bei der Stadt bleibe ich einfach mal dabei. Biomasse und Einfluss zu generieren. 5. Nee, 6. 7. Und das da. Okay. Hier hätte ich Melanthrop. Gut, machen wir nächste Runde. Ist ja jetzt an die so wild. Ich muss nur dran denken. Hier breiten wir uns halt weiter aus. Was soll's. Okay, gut. Bevor ich dann den nächsten Zug übergehe, würde ich mich allerdings in den Ende verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Baba.